Der letzte gemeinsame Gang durch Olten. Die Kapuzinerbrüder unterwegs in die Stadtkirche. Die Bevölkerung nimmt Abschied. Die Kirchenbänke voll. Ein besonderer Moment. So viele liebe Menschen, also ich bin total überwältigt. Für mich ist das ein wunderschönes Zeichen von einer alten, gegenseitigen Liebe. Danke vielmals, dass ihr alle da seid. In wenigen Wochen verlassen die Kapuziner Olten. Unfreiwillig und für immer. Die Ordensleitung schließt ihr Kloster. Zwei Wochen zuvor. Bruder Josef packt seine Sachen. Die Banane Schachtel, die ist einfach schon etwas Gutes für Zügle. Josef Bründler ist Guardian des Oltner Klosters, quasi der Chef. Er ist verantwortlich für den Umzug seiner Gemeinschaft. Wir haben in der letzten Woche eigentlich nur geräumt. Alle öffentlichen Räume auch geräumt. Was jetzt noch ansteht, sind die persönlichen Zimmer. Und das ist etwas, was mir jetzt am meisten Sorgen macht eigentlich noch. 23 Jahre ist hier sein Zuhause. Ein Ort voller persönlicher Andenken. Ja, das ist mein Vater, der kommt selbstverständlich auch mit. Der gehört doch dazu. Er ist auch ganz verstaubt. So. Habt ihr noch nie nach einer Familie gesehen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Also, wir denken, wir sind auch normale Menschen. Aber der Grund, warum ich ins Kloster gegangen bin, ist eigentlich der, wenn ich einfach Theologie studiert hätte und Pfarrer geworden wäre, wäre meine Zukunft allein auf einem Pfarrhaus gewesen. Ich brauche Menschen um mich herum. Und das ist für mich heute. Also, die Klosterfamilie ist effektiv auch meine Familie geworden. Und das bleibt bis jetzt. Die Klosterfamilie lebt im strengen Rhythmus. Um 6.40 Uhr beginnt das Morgengebet. Die Brüder führen ein Leben in Andacht. Das Evangelium weist ihnen den Weg. O Gott, komm mir zu Hilfe. Einst beteten hier bis zu 20 Ordensbrüder. Inzwischen sind es nur noch 6. Der Jüngste ist Bruder Werner. Mit 78 gilt er hier als Junior. Crispin Rohrer ist der Älteste der Oltner Herren-WG. Mit fast 90 nochmals umziehen, das kommt unverhofft. Er nimmt es mit Humor. Ich gehe auf die Schweiz. Dort, ich sage in der Leitmangel, ich komme jetzt in die Psyche. Denn in der Schweiz haben wir eine Krankenstation angegliedert. Es geht mir im Großen und Ganzen noch gut. Körperlich, geistig, seelisch, ja, es geht noch. Aber wenn es dir so weit ist, wenn es nicht mehr vertät, unten und oben nicht mehr vertät und so, dann bin ich gerade am rechten Ort, oder? Die Brüder gehen bald getrennte Wege. Wer in welches Kloster zieht, entscheidet die Ordensleitung. Ich hatte dann für sich auch noch Wünsche, vielleicht an einen anderen Ort zu gehen. Aber ich liebe nicht, dass so sage, jetzt gehst du dort an und ich gehe jetzt dort. Die Kapuziner wissen, dass sie versetzt werden können. Doch dieser Abschied fällt schwer. Olten ist Olten und der Kanton Solothurn, das ist für mich Heimat geworden. Ich wollte ursprünglich mal kämpfen für den Standort Olten, aber es geht einfach nicht. Die Überalterung,
und der fehlende Nachwuchs besiegeln das Schicksal dieses Klosters. In Olten endet eine Ära. Nach fast 400 Jahren. Ein weiteres Kloster, das aus der Schweizer Kapuzinerprovinz verschwindet. 9 bleiben übrig. Bis in die 60er sind die Kapuziner ein lebendiger Orden. Die Gemeinschaft zählt damals alleine in der Schweiz über 800 Brüder. Heute sind es noch knapp 80. Wir fragen in Luzern nach, beim obersten Kapuziner der Schweiz. Droht das Ende der traditionellen Klostergemeinschaften? Ich glaube, ich werde noch einige Schlüsse erleben und hoffe, dass 2, 3 können längerfristig besetzt werden. Ich hoffe aber auch, dass vielleicht andere Formen noch könnten wachsen. Also jetzt zum Beispiel in Rapperswil haben wir, sagen wir einfach, das franziskanische Lebensstilzentrum. Ist aber offen für verschiedene Religionen auch so gerne, für Männer und Frauen. Dass dort sich etwas entwickelt von franziskanischem, geschwisterlichem Kloster. Aber nicht mehr im herkömmlichen Stil. Da, was der Franziskus will, Verbundenheit mit der Stille, mit Gott, im Gebet, für die Leute da sind, für Ärmere. Sich engagieren, das muss nicht unbedingt an der Kloster gebunden sein. Zurück in Olten. So, dann schauen wir anständig an, gleichzeitig. Aber nicht. Also jetzt haben wir den Gottesdienst, das ist die sogenannte Konventmesse. Jetzt müssen wir gehen. Nur noch 2 Wochen führt Josef Bründler hier durch die Messe. Danach übernimmt ein klosternaher Verein die Kirche und die Sakristei. Ich möchte Sie noch darauf aufmerksam machen, dass wir morgen den Flohmarkt haben im Kloster. Wir haben bei unseren Räumungsaktionen einiges auf die Seite gelegt. Tags darauf im Klostergarten. Kurz vor 10 Uhr. Die letzten Vorbereitungen. Schau jetzt, das ist jetzt unser Glöckli. Ja, guten Tag. Ja, guten Tag. Ja. Hi, Josef. Ja, Leute. Schön, dass wir müssen ja kommen. Ja, es ist so Haufen Leute. Josef, hallo. Mit diesem Ansturm hat der 80-Jährige nicht gerechnet. Ich bin auch völlig überrascht. Guten Morgen, lauter liebe Leute. Die meisten kennen die Kapuziner persönlich. Viele sind nicht nur wegen des Flohmarkts hier. Zum Hoi und Tschüss sagen und einfach mal wieder zum ein bisschen durchlaufen. Ja. Jetzt habe ich hier eben noch 2, 3 Bücher gefunden, die ich auch durchlese. Ich bin sehr traurig, muss ich wirklich sagen. Obschon ich ja eigentlich von einer anderen Firma bin reformiert. Oder? Aber trotzdem, ich finde, es hat einen hohen gesellschaftlichen Wert gehabt, auch, dass es das Kloster überhaupt gibt in Olten. Es tut mir im Herzen, wie es das Kloster weggeht. Die Kapuziner waren einfach alles für uns. Also, wir sind wirklich Miststäube, die hier wohnen. Es tut uns allen extrem weh, weil die Kapuziner haben alles gemacht für uns. Wer macht jetzt Beerdigung? Das sind so viele Fragen, die offen sind. Der Flohmarkt bietet allerlei aus dem Kloster. Praktisches wie Religiöses. Neues und Altes. Verkauft wird nichts, ganz nach klösterlicher Manier. Jeder spendet, was er für angemessen hält. Etwas später, nach dem Rummel, kehrt die Ruhe zurück. Ich tue eine Predigt vorbereiten jetzt für morgen am Sonntag. Für Bruder Crispin der Letzte im Kanton Solothurn. Im neuen Kloster geht es nahtlos weiter.
habe ich bereits auch wieder einen Aushilfeplan bekommen vom Guardian, was ich dort zu tun habe. Und ordentlich viel noch habe ich drei Drucke als 90-Jähriger. Scheinbar will er mich doch auch noch ein bisschen brauchen. Ja, ich habe Freude. Und solange dass das geht und ich mag, also, ja, das mache ich gerne. Seine Kutte wollte der Nidwaldner nie an den Nagel hängen, trotz Verzicht im Leben. Also, wenn ich heirate, ich hätte sicher eine Freundin verwitscht. Also, das weiß ich. Ich weiß das schon. Aber ich habe mich aber entschieden für die Ehelosigkeit und so. Also, die Sehnsucht, ja, nach Kind und so, das ist in mir innen geblieben. Im Kloster sind wir ja eine Gemeinschaft, oder? Eine Gemeinschaft, natürlich alles. Wir sind jetzt alles Brüder gewesen, aber das hat mir manchmal viel, viel geholfen. Diese Gemeinschaft bricht nun auseinander. Trotz Distanz, der Kontakt solle bleiben. Ja, sicher, wenn der Crispin den 90. Geburtstag feiert, werden wir sicher irgendwo präsent sein oder mindestens das Stück weit mitfeiern. Ein Brief schreiben oder ein E-Mail schicken. Also sicher. Ein gutes Mittag und ein guter Wein. Ja, ja. Ein Leben unter Brüdern, geprägt durch Gemeinschaft, Routine und Gehorsam. Gebunden an die Mauern eines Klosters. Für viele heute undenkbar. Für uns damals schon ein verrückter Entscheid. Aber das für einen jungen Menschen heute ist das noch ein unendlich verrückter Entscheid. Und darum habe ich schon Verständnis, dass junge Menschen heute Mühe haben, sich so ein Wagnis einzugehen. Josef Brindler bringt die ersten Kisten nach Luzern zu seiner neuen Bleibe. Also, es sind ein bisschen gemischte Gefühle auf der anderen Seite. Das Leben geht weiter. Ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt, der jetzt auf mich zukommt. In dieser Region ist er aufgewachsen. Mit 80 Jahren kehrt der Kapuziner zurück zu seinen Wurzeln.